So, Leute, jetzt heißt es wieder Let's Play Nosgoth. Wir spielen die Beta Flashpoint 4 gegen 4, wenn wir welche finden, die mitmachen. Wäre das schön. Wir haben zurzeit Level 8, kurz vor Level 9. Mit Level 10 können wir uns einen neuen Charakter freischalten. Unter anderem möchte ich meine Waffe weiter aufleveln, um zu gucken, was bei unbekannten Levelaufstieg, unbekannt, weiß ich, direkt beim zweiten Level oder erst beim dritten, vierten, fünften, ich weiß es nicht, wie groß die wird oder ob sich da oben am Schaden was verändert. Ich bin mal gespannt, weil die Waffe eigentlich so schon ziemlich nett ist, ziemlich gut ist. Bisschen lange Nachladezeit, aber das geht eigentlich. Der Bogen lädt fast doppelt so schnell nach, ja, 30% weniger. Ich bin mal gespannt, ob wir hier mal weiterkommen. Ob sich hier was tut. Ich kann das Spiel jedem empfehlen, der ein bisschen was an Abwechslung haben möchte, mit schöner Grafik und ein bisschen seine Wut rauslassen möchte. Das hier geht es eigentlich nur darum, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, ordentlich zu schnetzeln oder Leuten seine Zauber und Schüsse um die Ohren fliegen zu lassen. Natürlich braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss ein bisschen ein Faible dafür haben. Okay, heute bin ich alleine. Ah, da geht's rund. Oh, es gibt auch schöne Flaggen. Wahrscheinlich von der Gilde oder so. Albert the Gentleman? Gentleman the Albert? Habe ich das gerade richtig gesehen? War gerade von den Namen ein wenig. Ach, Edmund. Edmund. Aha. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall welche, die schon einiges freigeschaltet haben. Also ein paar Level höher sind. Oh, bei den Gegnern zwei Bogenschützen. Nee. You can look here. Schnell darüber. Eine Pastille schmeißen. Ah, den Alter. Dinge, das macht einen ohnmächtig oder so. Komisch. Aber der Schildschlag war das. Hatte gerade irgendwie so ein Taumeln. Ich wollte eigentlich nach vorne, aber ich bin irgendwie nicht weitergekommen. Echt übel. Hä? Ah!
Ja, läuft, würde ich sagen. Auch wenn es selten nicht ganz so gut aussieht. Verdammt, ey! Mit dem Feuer sind wir noch mal so wenig. Gewitter. Ja. 10.000 Damage von Berserk. Meine Fresse, ey. Wenigstens mitgenommen, den kleinen. Noob, noob. Das darf ich das auch mal sagen, ey. Also, das sieht mir schwer nach ungekauften Skills aus. Karma, genau, Karma nimmt sich über. Alter, ein Schuss 460. Nicht normal, oder? Gewechselt. Feind 2, wir 4. Ah,
Okay, so rum geht das also. Ja, jetzt müssen wir mindestens zwei einnehmen, damit es ausgeglichen ist. Oh, ich will aber die Waffe leveln und daher nehme ich hier mit. Wir sollen zu B laufen? Was? Aber mit Sicherheit nicht. Was ist denn da los? Juhu! Schnegge! Let's Death go! to the Hellborn. Echt? Ja, super, weißt du? Mann. Sah so gut aus. Tun die denn, Alter? Was los hier? Ja, super, ey. Mann, Mann, Mann. Sehr schön, dass die beiden Gentlemen sich da um die Wette gemacht haben. Ja, wieder bin ich hier allein, oder was? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Wieder ich alleine gegen drei, oder was?
Ach ja, wir sind ja auch nur zu dritt. Machen die anderen beiden machen Teamplay und der Rest der kann dann Seymour bleiben, wa? Ja, nehme ich mit. Genau. Tja, haben wir verloren. Ja. 4 gegen 3. Einer die ganze Zeit nicht da. Genau. Und er sagt, das ist der Spawn. Naja. So Leute, das war Flashpoint, unser zweiter Durchgang. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.